Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shelia Stevens-Würzig und ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com, wo wir Experten und Teams zeigen, wie sie ihre Expertise online bringen und mehr Menschen erreichen. In dem heutigen Video geht es um das Thema, wie Sie sich online als Experte positionieren und wie Sie Wellen im Markt machen. Die meisten Berater, Coaches und Trainern, mit denen ich zusammenarbeite, wollen vor allem eins. Sie möchten innerhalb ihrer anvisierten Zielgruppe als Experte der Wahl angesehen werden. Und sie haben den Traum oder sie träumen davon, dass ihre potenziellen Kunden und Klienten in Schlange stehen, um mit ihnen zu arbeiten. Viele von ihnen wissen auch, dass sie das Web nutzen können, um ihren Expertenstatus aufzubauen. Und einige wissen sogar, dass es sich handelt um Education-Based und Content-Marketing-Strategien. Aber wie und in welche Kombination, das ist nicht so klar, denn die Möglichkeiten sind vielfältig und groß. Fragen Sie 10 Experten da draußen, kriegen Sie 10 verschiedene Meinungen dazu, welche Online-Marketing-Strategien Sie einsetzen sollen. Ich kann nur von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen, was ich über die vielen Jahre, wo ich selbstständig bin, verschiedenste Sachen ausprobiert habe, was für mich am besten funktioniert und in welche Kombination. Und das werde ich heute machen. Ich gebe Ihnen einen Einblick, sehr gerne, in die Online-Marketing-Strategien, die ich persönlich einsetze, um 80% meines Geschäftes zu generieren. Meine Strategie heißt eben Create Waves oder Wellen machen. Und wir werden uns einen Teil davon anschauen. Und jedes der Buchstaben steht für einen Teil der gesamten Strategie von Waves. W-A-V-E-S. Das werden wir gleich anschauen. Worum geht's? Es geht darum, wenn Sie für Ihre Kunden und Klienten im Web auffindbar und sichtbar sein wollen, dann müssen Sie eben Wellen machen. Sie müssen es spürbar machen, dass Sie da sind. Wichtig vorweg ist mir eingefallen, dass ich Ihnen sagen möchte, dass Sie als Anbieter selber dafür verantwortlich sind, sich zu zeigen. Das klingt selbstverständlich, doch viele wollen das nicht. Und glauben Sie mir, das habe ich früher auch so gelebt. Ich habe mir gewünscht, dass mein Geschäft ohne viel Eigenmarketing und Visibilität auskommt. Ich wollte gleichzeitig leicht gefunden werden und dass Interessenten in Scharen auch vor meiner Tür steht. Und ich wollte das haben, aber ich wollte mich auch gleichzeitig nicht exponieren. Und ich bin Marketing-Experten, also ja, wo geht das zusammen? Also es geht insofern zusammen, weil ich bin auch nur ein Mensch und ich habe in einem Gefühl von Anspruch gelebt damals. Ich habe gedacht, ja, also irgendwie die Kunden und Klienten müssen einfach doch zu mir finden, und ohne dass ich die suche, oder? Aber ich denke, die dahinterliegende Sorge oder Angst war, dass ich, ich wollte nicht über mich selber reden. Man sagt immer, ja, Eigenlob stinkt, oder wie heißt der Spruch? Ich weiß jetzt gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber ich glaube, sowas in die Richtung. Und ich wollte nicht über mich reden und ich wollte auch meine Ansichten, mein Know-how in die Welt, da draußen in die größten Öffentlichkeit präsentieren, weil meine Furcht war zu groß, um die Ablehnung, die kommen könnte. Ich hatte Angst, abgelehnt zu werden, und ich habe Angst auch gehabt, dass man merken würde, dadurch, dass ich mich ja das alles präsentiere, dass ich einfach nichts kann, dass meine Kompetenz nicht ausreicht. Was natürlich Quatsch ist, das ist ganz klar. Also heute kann ich das so sehen. Aber das ist das berühmte Hochstapler-Syndrom. Kennen Sie das? Haben Sie davon gehört? Wikipedia schreibt einen interessanten Auftrag, was sagt man? Absatz dazu, das wollte ich für Sie gerne vorlesen. Das Hochstapler-Syndrom ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffenen unfähig sind, ihre Erfolge zu internalisieren. Trotz offensichtlicher Beweise für ihre Fähigkeiten sind Betroffene davon überzeugt, dass sie ihren Erfolg erschlichen haben und diese nicht verdient haben. Von anderen als Erfolg angesehene Leistungen werden von den Betroffenen mit Glück, Zufall oder mit der Überschätzung der eigenen Fähigkeiten von anderen erklärt. Puh, oder? Ja. Also vielleicht kennen Sie das Hochstapler-Syndrom von sich selbst oder von jemand anders. Jedenfalls wird es Sie vielleicht überraschen, dass manche Studien besagen, dass 70% aller Menschen
unter verschiedenen Umständen von diesem Phänomen getroffen sind. Also, ich bin nicht allein, wir sind nicht alleine, doch ich denke, es ist an der Zeit, darüber hinwegzukommen, damit wir unsere so wichtige Arbeit jetzt in die Welt setzen können und das dauerhaft in großen Mengen. Das ist ganz wichtig. Die Menschen warten auf uns. Daher entscheiden wir jetzt. Ich entscheide, Sie entscheiden. Okay, das war's. Mit diesem Syndrom ist vorbei. Okay? Gut, perfekt. Dann können wir weitermachen mit der Strategie. Bei meinem Waves-Teil von Create Waves-Strategie, was ich gleich vorstelle, möchte ich wissen vorweg auch, dass das sich um ein System handelt. Wenn Sie das gesamte System einsetzen, haben Sie natürlich viel mehr Visibilität und mehr Effekt, als wenn Sie nur mit einzelnen Taktiken arbeiten. Okay? So, WAVES, let's go. Fangen wir mit dem W an, Webinare. Halten Sie Webinare und präsentieren Sie in diesen Webinaren lebensreale, echte Lösungen für lebensechte Herausforderungen, Probleme Ihrer Zielgruppe. Okay? Bringen Sie Ihre Webinarbesucher mit Ihrer Kompetenz, mit Ihrem Know-how weiter. Sie sollen da rausgehen und schlauer sein, als Sie gekommen sind. Und in diesen Webinaren können Sie natürlich auch Möglichkeiten und Optionen der Vertiefung von diesen Lerninhalten anzugehen, mit Ihnen gemeinsam, zum Beispiel im One-to-One-Coachings oder in weiteren kostenpflichtigen Trainings. Ganz egal, wie Sie das gestalten, verstehen Sie die Webinare als Chance, viel Zeit mit Ihren Zielgruppe zu verbringen und als Startpunkt für eine andauernde Beziehung. Das ist ganz wichtig. Jetzt kommen wir zu Artikeln. Schreiben Sie Artikel über Ihre Expertisenthemen. Veröffentlichen Sie diese im Web und zwar nicht nur auf Ihrer eigenen Website, zum Beispiel als Blogartikel, sondern auch auf reichweitenstarken Plattformen, wo Ihre Zielgruppe sich aufhält. Das ist ganz wichtig. Artikelmarketing ist ein starkes Instrument in Bezug auf Suchmaschinen, wenn Sie Keywords nutzen, die Ihre Zielgruppe auch tatsächlich sucht. Und das müssen Sie in Erfahrung bringen, welche Sie tatsächlich suchen. So, jetzt kommen wir zu Videos, zu V. V für Videos. Drehen Sie Videos wie dieser. Es gibt zwei Videoarten, die für Sie wichtig sind zu kennen. Das erste Format heißt Immergrün Aufnahmen oder Immergrün Videos. Na, warum immergrün? Na, weil man die Inhalte einmal aufnimmt und diese haben über einen ziemlich langen Zeitraum Bestand. Sie drehen sich inhaltlich um Sie als Person, Sie als Experte, aber auch um Ihre Zielgruppe und Ihre Arbeit im Allgemeinen. Und diese Immergrün-Videos befinden sich auf Ihrer Website in Ihrer Videobibliothek. Wiederum, das zweite Format von Videos ist Videoblogs, wie heute das Format, was Sie gerade erleben. Und zwar sind das Videos, die Sie drehen und die drehen sich inhaltlich um Ihre Expertenthemen und haben eine hohe Aktualität. Diese wiederum veröffentlichen Sie auf Ihrem Blog oder und auch auf Ihrem Videokanal oder Videokanäle, wenn Sie mehrere haben. Okay, dann haben wir als nächstes E, E-Newsletter. Ich hoffe, dass Sie heute schon die Möglichkeit auf Ihrer Webseite eingebaut haben, dass Ihre Interessenten und Besucher Ihrer Webseite sich anmelden können bei Ihnen mit Namen und E-Mail-Adresse und dass Sie diese in Ihre Abonnentenliste aufnehmen. Wenn Sie das haben, können Sie diese Personen in regelmäßigen Abständen mindestens einmal im Monat, noch frequenter wäre besser, können Sie diese versorgen mit Informationen. Ihr Newsletter könnte einen Standardaufbau haben, wie zum Beispiel Ihre persönliche Begrüßung, einen Mehrwertartikel, weitere Optionen der Zusammenarbeit mit Ihnen sowie Ihren Testimonials. Das wäre meine Empfehlung. Dann kommen wir zum letzten Buchstaben, nämlich S. S steht für Social Media. Vernetzen Sie sich mit Ihrer Zielgruppe via Social Media. Meine Beobachtung ist, dass viele Experten und Unternehmer, die auf dem Markt toben, beginnen mit Social Media. Und tatsächlich für mich ist es andersherum. Ich nutze Social Media als Unterstützung von den anderen Instrumenten, die ich bereits vorgestellt habe. Und daher würde ich Sie auch empfehlen, nutzen Sie Ihre Social Media Kanäle, um Ihre Fans und Follower zu Ihren Webinaren einzuladen. Posten Sie Links zu Ihren Artikeln, die sich online befinden, und auch zu Ihren Videos in diesen Social Media Kanälen.
geben Sie Einblick über Ihre persönlichen Gedanken und vielleicht auch Ihrem persönlichen Leben zu einem gewissen Grad. Aber dann teilen Sie auch um Ihre Expertisenbereich herum Infos, Tipps und Links, die von Nutzen sein könnten für Ihre Zielgruppe. Wenn Social Media für Sie neu ist, empfehle ich Ihnen, mit einer einzigen Plattform anzufangen. Ich mache häufig die Beobachtung, dass viele auf allen Kanälen stürzen, ohne eins richtig zu beherrschen. Ich finde es immer besser, wenn man erstmal eine Sache wirklich gut macht und dann beginnt mit den anderen konkreter zu arbeiten. Aber das ist nur meine Ansicht und meine Empfehlung an Sie. So, wenn Sie Wellen im Markt machen möchten und sich als Experte online positionieren möchten, dann nutzen Sie meine Create Waves Online-Strategie und setzen Sie diese in Ihrem eigenen Business ein. Wenn das nach viel Arbeit klingt, was ich mir gut vorstellen kann und auch verstehen kann, weil ich am Anfang auch mich meine Finger wund geschrieben habe und alles Mögliche gemacht habe, um diese Instrumente einzusetzen und bin beinahe verrückt geworden, habe mir viel zu viel Arbeit gemacht. Das möchte ich nicht, dass Sie das erleben. Und daher bei dem nächsten Video und Blogartikel werde ich Ihnen erklären, wie Sie das alles unter einem Hut bekommen und das ganz ohne Stress. Und richtig streamlined, wie wir auf Englisch sagen. Das wird Ihnen, glaube ich, sehr gut gefallen. Meine Aufgabe an Sie ist, beginnen Sie mit einem Instrument. Vor allem meine Empfehlung wäre, mit W, A oder V anzufangen. Halten Sie ein Webinar, schreiben Sie einen Artikel oder drehen Sie ein Video. Und schon haben Sie den ersten Schritt gemacht, um mehr Visibilität auf dem Markt zu machen, um Wellen zu machen. Wenn Sie diese Strategie mögen oder gemocht haben und weitere solche Tipps und Empfehlungen von mir erhalten möchten, dann besuchen Sie bitte meine Website unter shellyastevens.com. Dort geben Sie Ihren Namen und E-Mail-Adresse ein und Sie erhalten zwei Geschenke. Einmal meine Top 10 Ressourcen und Tools für virtuelles Coaching, Training und Presenting und für Online-Marketing. Und Sie bekommen ganz automatisch Zugang zu meinem monatlichen Newsletter. Ich würde mich sehr freuen, Sie dort als Besucher empfangen zu können und sage bis dahin einen sehr schönen Tag und see you online. Tschüss!